Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Replay auf dem Kanal. Wir schauen dem Rap Master gegen den Manx zu, also Ubi Angst, also Manx, also ihr wisst, was ich meine, ne? So, Aerospec gegen Upsi, Marksman. Und wir sehen, dass Manx die erste Runde ziemlich klar gewinnt. Also Ubi Angst hieß früher Manx, ne? Also das ist immer klar formuliert, was ich sagen wollte. Ja, aber es geht halt eindeutig an Manx anscheinend. Da leben noch ziemlich viele Skillballs und hätte das Level 3 Manx, wenn er die Phoenix finishen kann. Und die Arclights können noch die Fangs killen. Das Ding ist durch in der ersten Runde. Aber das soll ja auch so sein, man soll ja auch die erste Runde gewinnen mit dem Level 3 Marksman, habe ich mir sagen lassen. Charge Ammo für Rapmaster Skip für Mangst. So, jetzt können wir mal gucken, was wir genau haben. Wir haben sehr viele Fangs. Und hier noch Crawler in den Seiten. Für Rapmaster und drei Phoenix mittlerweile. Und hier kommt die Flanke. Mit Crawlern und einem Arclight. Ja, und sieht wieder ganz gut aus für Manx. Da kommt wieder den Tower dran, der Debuff wird sehr wertvoll werden. Hat halt nur einen Marksman, den muss er jetzt hegen und pflegen, damit er ja alle Phoenix erwischt. Fängt schon mal an, das ist gut. Aber der, die beiden Phoenix hier drüben, die kommen dem jetzt gefährlich nahe. Ah, er schwenkt vielleicht gerade noch rechtzeitig um. Ne, ich glaube, dass der Phoenix schießt zuerst. Und gleichzeitig. Aber damit gewinnt Rapmaster die Runde, weil er noch einen Phoenix übrig hat. Ach, die ganzen Fanboys haben schon wieder auf Manx gewettet. Kann ich das gar nicht selber machen? Also kann ich schon, aber ist es nicht so lohnenswert? Supply Runde 3 daneben. Wobei Subsidized Mustangs, wenn man die wirklich bauen möchte, kann man auch argumentieren, dass das genauso, also diese akut erstmal mehr wert ist und auf lange Sicht genauso viel wert ist. Also ist schon okay. Und hier wurde das Item genommen anscheinend. Und einfach mal einen Vulcan hingestellt. Vulcan mit Item macht natürlich auch gut Schaden, keine Frage. Ja, und jetzt hat er die Flanke sehr schnell gekillt und kann jetzt hier noch direkt in die Defense mit eingreifen. In der Mitte ist tendenziell ein bisschen wenig noch da, um die Steelboards davon abzuhalten, das Saku zu killen. Wenn sie Saku gekillt haben, killen sie halt auch den Vulcan hinterher direkt. Ja, das, die leben zu lange. Den nächsten Debuff und dann ist die Runde wieder durch. Ich muss meine Wette mal abschließen, sonst bin ich zu spät. Wird nicht viel bringen an Punkten, aber ist ja egal. Smokebomb natürlich immer gut, Redeployment auch immer gut. Aber ich würde, glaube ich, Smokebomb einfach neben hier hinsetzen. Das ist tendenziell sehr stark. Hat er auch gemacht. Wird es halt hier so platzieren, einfach dass der Gegner gar nichts dagegen machen kann. Ja, Redeployment wurde direkt genutzt, um jetzt halt einfach die andere Seite zu attackieren. Und das wird halt auch einfach hundertprozentig funktionieren. Nächste Runde stellt er wahrscheinlich hier noch die Mustangs hier hinter oder sowas. Mal gucken. Das Item ist natürlich auch sehr stark auf einem Vulcan, denke ich, gerade gegen Steelballs. Um die zu slowen, um mehr Zeit zu haben. Aber leider für Rapmaster wird die linke Seite zu schnell fallen. Aber mal gucken, wenn er die Steelboys vorher ausgeschaltet bekommt, das sieht so aus, dann hat sich das erledigt mit meiner Aussage. Dann ist es wahrscheinlich sogar gar nicht so schlimm, dass er den Debuff kriegt. Sogar ganz gut, dass er jetzt hier noch auf dem Arclight rumschießt und sich nicht wegbewegt. Weil jetzt kann er ohne Debuff wieder die VR gehen, aber meint, das geht ganz klar an Rapmaster die Runde. Das ist einfach so strong hier mit dem neuen Splash Damage von 12 auch noch, also vorher ist es glaube ich 10. Slowt er so massiv.
Also ich prophezei schon mal nächster Patch Vulcan-Nerf und so. Also ich glaube, es war schon ein deutlicher Buff mit der größeren Splash. Photon Emission System. Und Speed und Top Supply war auch dabei. Ich hätte Top Supply genommen. Aber es wäre auch sehr greedy, ehrlich gesagt. Das Ding kann auch in 2 Runden vorbei sein, einfach. Den muss er ja quasi leveln, oder? Hätte ich gesagt, okay, naja, never mind, er muss vor allem die linke Seite defenden. Andererseits, wenn er die rechte Seite so gut gewinnt wie eben, dann ist sie auch okay. Also redeployed eigentlich. Also die, anscheinend die Sachen hier drüben wegdeployed oder verkauft und wegdeployed. Die rechte Seite hat Monks quasi jetzt erstmal aufgegeben und holt sich hier sicher den Debuff. Problem ist halt trotzdem, was er hat, wenn er halt dann in die beiden Vulcans hier reinmarschiert, hat er schlechte Karten, ne? Jetzt hier auf Energy Absorption zu gehen, macht auch keinen Sinn, weil halt der Vulcan mit Charged Ammo hier rumsteht. Das ist echt schwierig für ihn. Entscheidet sich für Melting Point. Die muss er aber auch fast schon mit Reichweite spielen, sonst läuft der Gefahr, dass ihm das gleiche Schicksal erleidet. Aber ja, mal gucken, was denn vor ihm herläuft. Der Vulcan hier hat natürlich das Problem, mit Level 2 Steel Balls zu killen, ne? Man braucht dann dafür schon entweder hier hier ist Scorching Flames, oder man braucht halt einen Level-Vorteil. Oder ein Slow ist auch gut. Aber Level 1 Steel Balls, Level 2 Steel Balls gegen Level 1 Vulcan, das gewinnt mal sich Steel Balls. So, jetzt hier aber ist der Melting Point auf dem Vulcan, aber durch den Debuff killt er ihn sehr langsam, nur sobald er ausläuft, ist er instant down. Ja, das ist ausgelaufen anscheinend gerade. Es war ja die ganze Zeit voll gecharged, ne? Du gesehen, ist immer nur langsam runtergegangen und dann, wenn es nicht mehr gecharged, wenn der Debuff weg ist, macht es halt auch immer 10-mal so viel Schaden. So, Improved Fire Control System und günstigere Giants wurden gepickt. Genau, jetzt haben wir hier die Vulcans und hier mit Item und Scorching Flames. Das ist schon nice. 225% mehr Schaden, dann macht er auf einmal 294 Schaden. Der neue Top-Damage-Dealer quasi. Allerdings hat er jetzt hier die Melting Points gegen sich. Das heißt, er bräuchte jetzt noch mehr Zeug, um seine Vulcans zu beschützen, ist aber schwierig, weil dahinter jetzt ja auch noch Mustangs sind und Mustangs plus Melting Points ist eine starke Kombi. Das wird schwierig. Die fehlen halt auch irgendwie die richtigen Schadensquellen, um die Melting Points umzubringen. Ja, ich meine, theoretisch die mit diesen Items können das theoretisch auch irgendwie, aber dann müssen sie halt noch Tanks vor sich haben, damit, ja, das darf halt nicht passieren. Denn der Melting Point darfst du halt nicht drauf locken. Jetzt kommt der Debuff hier wieder rein. Katastrophe, der ist halt auch jetzt gedebufft. Das ist natürlich sehr gut jetzt für Rapmaster. Aber der ist auch schon quasi wieder tot. Ist nur eine Frage, bis der. Er ist aber quasi tot. Ich habe gerade an den Debuff gedacht, hat er aber gar nicht drauf gehabt, er hatte nur das EMP drauf. Gut. Ist die Frage, lockt der auf den. Okay, lockt auf den Phoenix. Das ist okay für Rapmaster. Aber es wird. Na, es wird nicht reichen, oder? Ja, ne. Der Melting Point schafft das noch gerade so. Aber ganz knapp gewesen. War eine Sache von einer Sekunde ungefähr. Also ein extra Fang mehr, der tankt und nicht in dem Area Damage mit den anderen Fangs zusammen stirbt, hätte gereicht wahrscheinlich. Ein Orbital Strike für beide Seiten. Er hat Phönixe. Ich würde ihm wahrscheinlich dann EMP geben oder so.
Er braucht irgendein Konzept, wie er die Melting Points halt irgendwie nochmal ausnehmen kann. Oder zumindest einschränken kann. Ich hätte es ein bisschen weiter rechts gesetzt, dass die auch noch safe drunter sind, weil die über den Melting Point betrifft, wenn ich mir oben, das wäre echt egal. Okay, jetzt wäre es auch egal gewesen, was ich gesagt habe. Der Flanke steht und ein einzelner Arclight. Anscheinend ist die Flanke auch als gescheitert interpretiert worden. Ist wahrscheinlich jetzt auch gleich wieder verkauft oder umdeployed. Also redeployed, um genau zu sein. Hier die Flanken sind nach wie vor offen, aber Level 2, ja, Hauptgebäude. Akkus. Naja. Hier, die werden nach wie vor nicht gelevelt. Im Endeffekt macht es auch irgendwie Sinn, weil die killt er eh. Und die Melting Points gegen die hat er wahrscheinlich eh keine Chance. So sieht er es wahrscheinlich. Ja, der ist leider schon wieder down. Also er muss sich irgendein Tank-Konzept. Aber wenn er jetzt hier EMP drauf gehabt hätte, hätte er sogar bei Intel seinem Vulcan das Leben retten können, weil er hätte die Reichweite reduziert und damit hätten die immer neu ranlaufen und ansetzen müssen. Also ich glaube, EMP auf den Phönixen könnte echt die Antwort sein. Das wäre jetzt mein Plan. EMP auf den Phönixen und dann vielleicht nochmal irgendwie mehr Modelltanks adden oder sowas in der Art. Es kommt natürlich Lightning Storm, ist natürlich auch eine Katastrophe. Ist ja, glaube ich, auch die bessere Wahl als die Nuke, ehrlich gesagt. Habe ich an Rapmaster Stelle auch nehmen. Oh, Smoke ist wieder da. Smoke sehr strong auf jeden Fall. Also er muss halt wieder auf seine Seite setzen, ne? Halt hinter die Linie den Strich setzen, dann ist hier alles safe, dann kommt das durch. Und es werden aber mehr Melting Points geaddet. Ja. Ja, aber EMP hier drauf ist wichtig vor allen Dingen. Der Button muss gedrückt werden. Ansonsten sehe ich gar keine Chance, dass es hier noch irgendwie klappen könnte. Wespen sind auch okay, aber das EMP hast du trotzdem gebraucht. Diese 36 Wespen halten keine mittlerweile 8 Melting Points auf, sind nur 3 Wespen pro Melting Point. Nee, Quatsch, 36 habe ich gesagt, ne? Durch 8, nee, ist ein 4,5 sind okay. Und die zu knubbeln macht leider auch wenig Sinn. Das Problem ist, dass die meisten die einfach an den Mustangs sterben werden. Das heißt, immer hättest du die, wenn die allerletzte Reihe setzen müssen. Also ich glaube, es war eine Schnapsidee mit den Wespen, ehrlich gesagt. Also ich schätze mal, Rapmaster kriegt die Runde 2500 Schaden. Vielleicht sogar mehr, weil er keinen einzigen Melting Point down kriegen wird. Ah, mal gucken. Ah, doch. Drüben kriegt er einen down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 8 anscheinend. Ah, ich hier gar nicht so falsch. Ja, die Melting Point supported von den Mustangs haben wir hier gereicht. Relativ simple Kombination, aber halt, wenn sie nicht gescheit gekontert wird, sehr stark auf jeden Fall. Und generell auch sehr stark. Also, wie gesagt, irgendeine Form der EMP wäre ja nötig gewesen. Man kann natürlich auch Stormcaller nehmen. Da ist halt das Problem, dass man Missile Interception aufstellen kann dagegen. Aber das wäre auch eine Option gewesen. Aber da er halt eh schon hier 7 Phoenix Quads hatte, einfach die 200 investieren. Und da ist man schon mal deutlich besser dabei. Im Idealfall noch kombiniert mit der Reichweite. Dann kostet nicht nur 200, sondern insgesamt 700. Aber wäre besser gewesen, als die Wespen auszugeben.
In der letzten Runde hat, wie gesagt, hier eben S ausgegeben, wahrscheinlich nur Reichweite und mehr Fangs geaddet. Das Schild hat er, glaube ich, auch geaddet, ne? Das hätte reichen können vom Geld her, ne? Die Wespen waren 900, vielleicht hätte es gerade so gereicht, ich weiß nicht. Ansonsten vielleicht die Reichweite auf den Phönix weglassen oder halt vielleicht ein paar Fangs weglassen, wahrscheinlich über die Fangs weglassen. Wichtig war halt einfach wirklich, dass die Melting Points disabled werden. Naja, ich sage auf jeden Fall danke fürs Zuschauen, gerne Abo da lassen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.